ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Lieber mal einen Blick riskieren und sich dafür nicht genieren. Ja, ich habe gerade festgestellt, ja, die Kamera steht ein bisschen schräg. Aber das macht nichts, ich bin ja auch ein schräger Vogel. So, ich bin jetzt hier bei den Schafen, ja, und bei den Ziegen. Leider ist Oskar, mein Freund, nicht da. Ich hoffe, dass der nicht auf dem Schlachthof ist. Ne? Und so. Und wir werden jetzt mal gucken, dass es hier weitergeht mit dem Roller, damit der Tini endlich mal, denn, wenn er seinen Führerschein hat, hier durchs Dorf fahren kann oder mal schnell nach Hannover. Weil, wisst ihr ja, auf dem Dorf und kein Roller, ne? Dann ist das Leben nicht toller. So, dann drehen wir mal den Zündschlüssel um. Oh, schöner Spiegel. Aber haben kein Gelenk hier. Ne? So, und dann drücken wir mal den Startknopf. Und hören, er macht das Gleiche wie vorher. Er versucht, aber er kann nicht. So, nachdem ich jetzt alles Mögliche versucht habe, gehe ich jetzt dabei, mache hier die Schrauben ab und gucke mal, wie die Membrane da unter aussieht. Ne? Hier kommt man Gott sei Dank gut ran und hat keine Abrissschrauben. Und dann schauen wir mal, ob die in Ordnung ist. So, wenn wir jetzt mal hier schauen, dann ist so, hier haben wir, ne, haben wir das Teil und normalerweise kann man das, wenn die Schrauben gelöst sind, wie hier, kann man das nach oben wegnehmen. Hier funktioniert das aber nicht, weil hier die Aufhängung vom Motor ist. Und deswegen geht das nicht ab. Wir kriegen es nicht runter, weil da unten drin, das kann man nicht sehen. Ich versuche das mal näher ranzuholen. So. Ja. Da unten hier. Wenn er zwischen den Schlitz guckt, da unten sitzt noch was. Und das heißt, man kriegt das Ding so gar nicht ab. Da müsste man den Motor rausnehmen, um das abzukriegen. Ja, wie geil ist das denn? So, da haben wir hier den Auspuff abgeschraubt. Da haben wir das Glück, dass wir im Grunde genommen nur zwei Schrauben lösen mussten. Und die Halterung sind auch nur zwei Schrauben. Und da auch versucht zu starten. Das hat aber leider auch nicht gebracht. Weil manchmal ist der Auspuff zu und dann kommt die Karre auch nicht. So, jetzt versuche ich nochmal einen anderen Vergaser drauf zu setzen. Dafür musste ich allerdings das hier ändern. Das hier reingeschraubt. Dann habe ich auch den passenden Schieber drauf gemacht. Den Deckel musste ich auch ändern, weil das bei dem Vergaser anders ist. Ist aber jetzt nicht wirklich ein Problem. So, seht ihr, jetzt habe ich hier soweit alles umgebaut, habe das eingebaut. Jetzt sehen wir hier durch den Schieber. Jetzt bewege ich den Gashebel mal. Ihr seht, dass der ganz unten sitzt. Das ist schon mal gut. Und jetzt sollte er hochgehen. Und wieder runter. Das macht er. Es sieht gut aus. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. So, hallo, ich bin's wieder. Ja. Hör die Horn alle ab. Die wollen mit mir nichts zu tun haben. Hier. Ziegenböcke. Oskar. Ja, ich wollte die begrüßen. Ne? Ja, aber mit mir will keiner was zu tun haben. Ja, muss ich das halt alleine essen. So, ich habe hier so ein schönes Gerät, da kann man Zündkerzen mit prüfen. Ne? Aber es ist leider nicht so richtig dunkel. Aber ich hole das jetzt für euch mal ganz nah ran. So, jetzt ist es nah dran. Und jetzt gehe ich bei und drehe hier an diesen Hebel. Und dann sollte man normalerweise einen Zündfunke sehen. Ich sehe keinen. Doch, jetzt ist er da. Allerdings muss ich sagen, es ist hier nicht so wahnsinnig hell. Aber wenn er mal guckt von der Seite, man sieht, dass ein Zündfunke da ist. Also die Kerze ist auf jeden Fall heile. So, Frau, einmal starten bitte. Ach, jetzt hat er gar keine Kompression. Warte. Das ist ja geil. Jetzt passiert. So, wenn er mal guckt hier. Wo ist er denn? So, wenn er mal hier guckt, dann seht er, das sitzt ordentlich drauf. Ich habe den Kolbenzylinder schon mal freigemacht hier. Ne? Das war ein bisschen komplizierter, das abzukriegen.
weil irgendwas muss da mit dem Motor sein. So, einmal starten bitte. Seht ihr, was hier passiert? Hier passiert gar nichts. Und ich habe nichts gemacht, außer die Plastikverkleidung ab. Und vorher haben wir noch 5 Bar gehabt. Das ist schon extrem eigenartig. So, ich habe hier das Problem, dass ich 3 Schrauben abgekriegt habe, eine nicht. Jetzt habe ich eine wieder reingedreht, habe hier den Imbusschlüssel genommen, nehme dann die Knarre, weil man das Lüfterrad kann man nicht halten. So, und jetzt, ich hatte das vorher schon gelöst, deswegen sieht das jetzt so einfach aus. Jetzt habe ich sie los und kann sie hier auch reindrehen. Oder auch beziehungsweise rausdrehen. So, dann kann ich das abnehmen und dann können wir eigentlich das Lüfterrad abnehmen. Das sitzt aber so fest, stelle ich gerade fest. Na, naja. So, meine Lieben, nachdem ich alles abgebaut habe, habe ich eine 10er Nuss genommen und habe mir gedacht, wir müssen mal gucken, was im Motor ist. Und wollte dann die Schrauben vom Zylinderkopf losmachen und habe dann festgestellt, achtet mal bitte drauf. Hier. Seht ihr das? Dass die nur handfest sind. Also gehe ich jetzt bei, ziehe die nach. Wichtig ist, immer über Kreuz bitte, meine Lieben. Ihr könnt das dabei in vielen Videos sehen. So, jetzt die Handkamera. Seht ihr da vorne? Ne? Da sitzt es. Das Teil drauf für das Kompressionsmessgerät, dann geht das Kabel hier lang. Und hier liegt das Kompressionsmessgerät. Wir drücken jetzt nochmal die Kompression ab, weil das, was ich da eben gesehen habe, kann ich gar nicht verstehen. So, ich halte das jetzt mal so hin, damit ihr das seht. Seht ihr, da passiert gar nichts. Der Motor dreht, alles ist super. Und so, und der zeigt 0 Kompression an. Und das geht doch gar nicht. Ja, nach Vergaser geht, kommt er, bussiert ihn. Ja. Ne? Ja, bei mir nicht. Und warum? Weil ich immer meckere und weil das nach Arbeit aussieht mit mir. Ja. Ja. Wenn der dich auf die Hörner nimmt, hast du auch ein Problem. Ja. Ja, das ist wie bei meiner Frau. Ja, wenn die mich auf die Hörner nimmt, habe ich auch ein Problem. Ciao. So, hier ist soweit alles dran. Ne, das ist auch okay. Ne, der Luftfilter, den habe ich leider zu Hause vergessen. Aber das macht nichts, dann muss ich halt nochmal wiederkommen. Ist halt nicht so schlimm. Ne? So, nachdem ich das jetzt alles gemacht habe. Ne, ich habe jetzt also alle 4 Schrauben festgezogen, immer über Kreuz. Ne? Normalerweise könnt ihr wieder sagen, Newtonmeter und Drehmomentschlüssel. Hier ist mein Drehmomentschlüssel. Das habe ich im Gefühl. Versuche ich jetzt den Roller zu starten. Ja, ich würde sagen, läuft bei mir. Schön. Sollte es sein. Ja, Leute, ne, wenn man keine Nerven hat, sollte man nicht am Roller schrauben. Aber ne, ich habe alle Rocky-Filme gesehen und habe Nerven wie Drahtseile. Und deswegen trinke ich mir jetzt erstmal ein Deckelchen. Ja, hier ist cool. Ja, hier kriegst du ne, schön Longdrink. Ja, falls es etwas länger dauert, deswegen Longdrink. Und ich bin jetzt so entspannt. Ist natürlich kein Alkohol drin. Denkt dran, meine Lieben. Wenn wir fahren, dann trinken wir keinen Alkohol und wir kiffen auch nicht, auch wenn das jetzt erlaubt ist. So, bevor ich jetzt alles zusammenbaue, ja, bei 0 Kompression, ne, versuche ich das Ding aber nochmal zu starten. So, Zündschlüssel ist umgedreht. Starter-Knopf.
Tja, ich würde sagen, das kann sein, dass das Gerät kaputt ist. So, jetzt zeige ich euch noch mal was, was ich wieder ganz toll finde. Seht ihr hier diese beiden dicken Kabel, die hier lang laufen? Die hängen hier rum. Das hat dann zur Folge, wenn wir hier mal schauen würden, seht ihr das? Das ist schon an einem Auspuff gekommen und so, ne? Irgendwann brennt das durch und dann habt ihr ein böses Problem. Dann sieht man hier unten die Kaltstartautomatik. Da ist eine Lüsterklemme dran, weil der einen anderen Stecker hatte. Und deswegen bin ich beigegangen, hab eine Lüsterklemme dazwischen gemacht, hab den Stecker, den ich jetzt draufstecke, und dann funktioniert das auch alles. Ja, Leute, falls der Vergaser nicht gesehen hat, ja, die war bei den Tieren, die hat die Tiere gefüttert. Ja, ne? Ja, ich hole die mal so hier ein bisschen ran hier. Hühner. Seht ihr? Und, ne? Alles da. Und sogar Oskar war da. Ne? Ja, hier. Ja, der bläht sich gerade auf. Put. Müller, Müller. Mit dir ist irgendwie so einfach Kirche essen. So, jetzt sind wir soweit durch. Jetzt machen wir Folgendes. Was machen wir immer? Sicherheitsüberprüfung. Läuft. So. Licht. Andere Seite erstmal. Aha. Hier unten. Geht. Könnte mal ein bisschen aufpoliert werden. Blinker. Da. Geht. Blinker da. Auch. So, jetzt hinten. So, hinten auch noch. Ne, seht ihr? Blinker geht. Andere Seite. Geht auch. Ja, der will mich verarschen, da ist der Luftfilter noch nicht drauf. Ne, aber nicht mit mir. So, normales Licht geht. Bremslicht geht auch auf der Seite. Auch auf der Seite. Und was habe ich noch vergessen? Oh, Hupe geht nicht. Boah, ey, das ist nicht in Ordnung. Der kommt nicht da hinten. Neues Schild haben wir auch. Also, was muss ich jetzt machen? Probe Fahrt. Ja Leute, ich hätte es fast vergessen, ne? Ja. Ne? E-Starter, habt ihr ja gemerkt, dass der geht. Nur wir müssen ja auch gucken, was ist hier mit dem Kickstarter los. Ne? Funktioniert das auch? Also. Zündung? Ach das. Nö. Zündung anmachen. Zündung ist an. Nee, ich muss ein bisschen Gas geben. Ich stehe zu wackelig, ich weiß, ich habe Angst, dass ich. So. Geht doch, Mann. Ich habe das Ding mal auf den Seitenständer gestellt. Ja. Ne? Und guck da nicht so hin wegen den rostigen Auspuff. Das hat sich alles hingezogen. Den wollte ich noch lackieren. Wir wollen mal nicht pingelig werden jetzt hier. So. Ne? Jetzt schmeiße ich den Motor an und dann mache ich Probefahrt. Ja, mögt dann bitte die Karre, ne? Und das stimmt noch nicht so, weil ich ohne Luftfilter fahre. Aber 42 hatte ich schon mal drauf.
Leute, wisst ihr, warum der von mir abgehauen ist? Ja, man muss immer Respekt haben vor jedem Lebewesen und manchmal muss man auch ja, den Hut ziehen. Und dann ist das auch in Ordnung. Deswegen ist er jetzt wieder da. So. Ja, ne, Gitte füttert gerade meine Mitarbeiter. Seht ihr das hier? Ja, seht ihr das hier? Das sind meine Praktikanten. Ja, die sind ja. Cool. Und Gitte füttert die. Ja, ich möchte das eigentlich gar nicht. Lehrlinge sollen nicht zu sehr verwöhnt werden. Das ist nicht okay. Die meckern heute ja sowieso schon bei allem Kram rum. Ne, meine Lieben. So, ich wünsche euch allzeit gute Fahrt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Roller Rolf. Ciao.